Junior и Бестиан. Ich benötige mehr Zorn. Reicht dafür nicht aus. Genug Zorn. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Chaldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister! Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Er ist hier. Beschäftigt ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Die Dorfbewohner haben gesagt, an diesem Ort würde es spuken. Aber so schlimm kommt es mir gar nicht vor. Sie haben uns... Habt ihr einen Mann in Lumpen gesehen? Ich wusste ja, dass Leoric verrückt war, aber das hier ist einfach widerlich.
Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wähnt. Dass ich darin sterben würde. Mir kamen Gerüchte zu Ohren, nach denen es hier immense Schätze zu finden. Dumm wie ich bin, habe ich ihnen geglaubt. Alles, um das ich denken konnte, als ich in der schrecklichen Küche gefangen saß, war, dass niemand jemals wissen würde, was hier geschehen ist.
so gut wie ich. Ich bin Ascilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Ich bin frei!